Und damit moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das neue Clash Royale Update ist nun raus und wir schauen uns mal an, was alles Neues drin ist. Das TV Royale hat uns ja schon sehr viel verraten. Eigentlich heißt es jetzt Goblin TV oder TV Goblin. Ich weiß es nicht, blende ich euch hier aber nochmal ein. Das hat uns ja schon sehr, sehr viel verraten, was alles im Update reinkommt, aber durch mehrere Erfahrungen wird man dann am Ende immer nochmal schlauer, wenn man es selber im Game dann auch sieht. Die Reise der Goblin-Königin ist dann ein neuer Spielmodus, der reinkommen wird, der für alle Spieler ab Arena 12 verfügbar ist. Man wird ihn dann neben dem Trophäenpfad und Legendenpfad finden in einem gleichen Schaltsystem. Sprich, das wurde auch nochmal überarbeitet. Bei der Reise der Goblin-Königin startet ihr oder beginnt die Reise mit 4 einzigartigen Arenen im Goblin-Stil. Sprich, es könnte vielleicht heißen, also wir wissen nicht, wie lange es drin bleibt. Ich denke mal, wahrscheinlich bis die Season zu Ende ist, könnte dann auch wieder was Neues kommen mit irgendeiner anderen Truppe. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Die erste Arena wird die Goldminen sein. Ist halt die Startarena, in der jeder startet am Anfang dann. Die zweite Arena ist dann die Schlammgrube. Diese erreicht ihr ab 1000 Juwelen, vor allen Dingen 1000 Trophäen, sorry. Und ihr schaltet den ersten Evolutionsslot frei. Sprich, die Evolutionsslots, die ihr jetzt schon freigeschaltet habt, helfen euch nicht in der Reise der Goblin-Königin. Das ist quasi nochmal ein komplett neuer Abteil dann. Ab 2000 Juwelen erreicht ihr dann den Schrottplatz und ab 3000 Trophäen, meine Fresse, was ist denn los mit mir, erreicht ihr dann auch den Schlammpalast. Das ist die letzte Arena bis jetzt. Vielleicht kommt noch mehr, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Da schaltet ihr dann einen weiteren Evolutionsslot frei. Und ab 3400 Trophäen schaltet ihr ein exklusives Emote frei. Deshalb versucht ein bisschen reinzupushen, falls ihr das Emote haben wollt. Neben dem neuen Spielmodus wird auch für den Spielmodus an sich ein neuer Turm reinkommen. Sprich nicht mehr der normale Königsturm, sondern den oder der Goblin-Königin-Turm. Dieser hat eine spezielle Fähigkeit, die er ab welche 20 Elixier kostet. Sprich, also kann man da jetzt bis 20 Elixier hochladen? Man weiß es noch nicht. Also ich habe zumindest nicht so richtig in dem Video dann entdeckt auch. Wird man ja sehen, wenn man es dann zockt. Klingt auf jeden Fall schon mal mega interessant. Also 20 Elixier, ne? Eigentlich geht es ja nur bis 10. Wenn die Fähigkeit aufgeladen ist, man sie aktiviert hat und weitere Koboldkarten spielt, schießt der Königenturm Babykobolde auf beide Bahnen. Klingt extrem interessant, muss ich sagen. Sah auch sehr funny aus im Video. Ich stelle mir das nur so vor, oder ich glaube, das könnte auch nochmal schnell ein Patch bekommen, wenn Leute nur mit Goblin spielen, weil, oder, also, wenn es halt einmal aufgeladen ist und du dann Goblin spielst, ballert, also, man weiß, oder ich weiß noch nicht so richtig, wie das da funktionieren soll, weil sonst schießen ja dann nur noch Baby-Goblins raus und das wäre schon ein bisschen Arsch dann. Oder die Dinger sind halt total schwach wie Skelette und tecken nur einen Schuss, dann ist das vielleicht noch ein bisschen okay, aber ich bin gespannt, wie das sein wird. Derzeit kann die Turmtruppe aber noch nicht in anderen Modis verfügbar. Oder man kann sie nicht in anderen Modis verfügbar. Oder was ist denn los mit mir? Man kann sie nicht in anderen Modis verwenden. Sprich, sie ist erstmal nur komplett für die Goblin-Reise. Auf der Super Saiyan-Seite stand aber in ferner Zukunft vielleicht auch in anderen Spielmodis. Bin ich gespannt, wie das sein wird. Also, es heißt gespannt bleiben. Neben den neuen Turm kommen auch 3 neue Goblin-Karten in den Spielmodus. Diese können in allen Modis verwendet werden, sei es Trophäenfahrt, Legende der Legenden-Trophäenfahrt oder wie das nochmal hieß, und halt auch im Goblin-Modus. Ist ja logisch. Die erste Karte ist der Kobold-Zerstörer. Dies ist eine seltene Karte, welcher Flächenschaden verursacht und beim Tod explodiert. Bei einer geringen Gesundheit, sprich, wenn es über diesen goldenen Streifen geht, rennt er dann einfach auf das nächste Gebäude zu und explodiert dann. Er kann in der Goldminen-Arena freigeschaltet werden. Die nächste Karte ist eine Zauberkarte, nämlich der Koboldfluch. Der Koboldfluch ist eine epische Karte, die Flächenschaden verursacht und die Truppen in Kobolde, also in Goblins, verwandelt.
Und das klingt schon mal echt mega interessant, weil wenn der Gegner einfach eine Skelettarmee reinspammt und du dann den Zauber auf die Skelettarmee ballerst, ist das dann einfach eine Koboldarmee. Also das klingt sehr geisteskrank. Die letzte Karte ist eine legendäre Karte, nämlich die Koboldmaschine. Sie hat zwei Arme für einen Nahkampf und eine große Rakete für weit entfernte Ziele. Also das ist eine, die hat wirklich eine sehr, sehr weite Reichweite und diese kann man dann in der letzten Arena freischalten. Die Karten klingen alle sehr, sehr interessant. Wie gesagt, man kann sie für jeden Spielmodus dann einsetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird, weil es klingt alles sehr, sehr spannend. Es kam ja schon viel Geiles Neues rein, aber natürlich gibt es auch, weil es ein neuer Pfad ist, auch komplett neue Truhen im Pfad. Nämlich die Goblin-Truhen. Drei neue wird es geben. Einmal das Goblin-Versteck. Diese braucht 3 Stunden bis zum Freischalten. Dann die Goblin-Schatzkiste, welche 8 Stunden braucht. Und das Goblin-Kopfgeld, welche 12 Stunden braucht. Diese wird es nur im neuen Spielmodus geben und im keinen anderen. Ist ja auch logisch irgendwo, ne? Aber nun kommt das Geilste eigentlich vom ganzen Update. Es kommt ein neues Community-Event rein, wo ich langsam merke, dass Supercell mega Fan davon ist. Ich bin auch ultra Fan davon, weil man kann sich easy gratis da freischalten. Ist mega, mega geil. Die Stufe 1 enthält 2 legendäre Wildcards. Stufe 2 enthält 50.000 Gold. Stufe 3 enthält 3 Champion Wildcards. Stufe 4 enthält 75.000 Gold. Stufe 5 eine legendäre Königstruhe. Total geil eigentlich. Und Stufe 6 enthält 135.000 Gold. Sprich, wenn man das Ganze zusammenrechnet, bekommt ihr, wenn wir das Event komplett durchschaffen, 250.000 Gold. Alles, was ihr machen müsst, ist so viele Koboldbabys wie möglich schleudern. Sprich, wer aufgepasst hat, weiß, wie es funktioniert. Koboldkarten im Inventar haben, die Fähigkeit vom Turm aufladen und dann mit Kobolden spielen. Ich habe nicht so ganz rausgehört, wie viele man dafür braucht, aber das wird man spätestens erfahren, wenn das Event dann ganz raus ist. What a day! And this community manager is just getting started! So, brace yourselves for even more Goblin Cards and Evolutions later this year! Nun kommen wir noch zum letzten Punkt. Es gab wieder auch ein paar Verbesserungen im Game, oder ein paar Änderungen besser gesagt. In Clan-Kriegskämpfen gibt es jetzt Truhen, sprich, ich denke mal, so meinen die das damit, dass man ab Platz 4 dann keine Socke mehr oder was ist das überhaupt noch so drin? Ich habe schon lange keinen Clan-Kriegskampf mehr mitgemacht. Wahrscheinlich, dass es dann für jeden Platz eine Truhe gibt, plus halt mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit auf irgendwelche Karten. Das ist für mich jetzt aber die krasseste Sache mit im Update. Der Lucky Drop kann jetzt auch neben anderen Belohnungen auch die Chance haben, dir eine volle evolutionierte Karte, das war kein Deutsch, also sprich, du kannst eine Full-Evo-Karte dort drin gewinnen. Und das finde ich komplett krank. Hier sind noch die Wahrscheinlichkeiten jetzt. Für ein legendäres Buch liegt bei 33,3%, 50.000 Elite-Wildcards liegen auch bei 33% und Buch der Bücher liegen bei 33,3%. Das war es vor dem Update. Jetzt kommen wir zu nach dem Update. Legendäres Buch bleibt bei 33,3%, genau wie die 50.000 Lidl-Wildcards. Das Buch der Bücher sinkt auf 22,2%. Dafür bekommt die vollständige Evo-Freischaltung eine Chance von 11,1%. Ja. Die Kartensammlungen verfügen jetzt über eine neue Filteroption. Klingt schon mal sehr interessant und ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Hoffentlich macht es das Ganze jetzt wirklich einfacher, die Karten zu finden. Beim Filtern nach Evolution wird jetzt der Evolutionsfortschritt angezeigt. Sprich, ihr seht quasi, ihr müsst nicht erst, also ich denke mal, so meint ihr das, ihr müsst jetzt nicht erst auf die Karte tippen, um zu sehen, wie voll die ist, sondern es wird gleich angezeigt, wenn ihr direkt nach den Evolutionen sucht. Okay. Das war's mit dem ganzen Update. Ich bin mega gespannt. Ich denke, auch am Sonntag wird ein kleines Video dazu kommen, wo ich das zock. Ich bin mega gespannt darauf und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 500 Abonnenten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Party out and stay Goblin! The Goblin Queen in Clash Royale? I'm afraid I don't know what that is. Me? Have a goblin baby? Not in this economy, I won't. That queen is such an inspiration.
I'm right behind her. Buff goblins! Buff goblins! Buff goblins! Ah! Yeah! Why'd the music stop?